Herzlich willkommen auch von meiner Seite hier bei 15 Seconds. Ich freue mich wirklich, dass ich mit Ihnen heute meine Inputs und meine Erfahrungen teilen kann und dass ich Ihnen vielleicht einige wichtige Impulse mit auf den Weg geben kann zu meinem Thema aus Rückschläge Rückenwind machen. Das, worüber wir heute sprechen, gleicht jetzt vielleicht nicht den klassischen Tagesnachrichten oder auch nicht dem klassischen Kaffeetratsch mit Freunden über Mitarbeiter oder irgendwelche andere Personen. Worüber ich heute sprechen möchte, ist Frauenfußball. Frauenfußball, der in Österreich bis vor kurzem noch belächelt wurde oder der nicht ernst genommen wurde überhaupt. Und ich möchte auch über meine persönlichen Erkenntnisse und Erlebnisse meiner bisherigen Karriere sprechen. Über den Umgang mit Emotionen, aber auch über Rückschläge. Und auch darüber, dass der vermeintliche Traumjob Fußballprofi nicht immer nur eine Vergnügungsfahrt ist, dass er nicht immer nur Reichtum und Ruhm beschert und auch, dass es schwierige Momente währenddessen gibt. Und darüber möchte ich heute sprechen und vor allem aber möchte ich Ihnen eben das mit auf den Weg geben und Ihnen sagen, dass ich kein Überflieger bin. Ich habe genauso meine Geschichte, wie Sie diese auch haben. Ich möchte lediglich ein paar Kapitel meiner Geschichte heute erzählen, weil ich schon der Meinung bin, dass es Analogien gibt, die Sie mit auf den Weg nehmen können und wahrscheinlich auch Geschichten gibt, die Sie auch schon erlebt haben oder in ähnlicher Form erlebt haben. Wenn wir über Erfolg sprechen, dann sehen viele nur den Moment des Erfolgs. Titel, Gewinne, irgendwelche super Zahlen, aber der lange Weg bis dorthin, der gerät oft dabei in den Hintergrund. Meiner Meinung nach bedarf es Einsatz, Ausdauer und Konsequenz, dass man erfolgreich sein kann und erfolgreich bleiben kann. Aber zwangsläufig gehören auch Rückschläge dazu, weil ich glaube, wir sind uns einig, dass es keinen linearen Weg zum Erfolg gibt. Und ich bin auch der Meinung, dass man auf einfache Wege nur die Schwachen schickt. Ich glaube, jeder von Ihnen hat es selber in der Hand, aus Rückschlägen Rückenwind zu machen. Das ist meiner Meinung nach ein wichtiger Erfolgsfaktor. Man kann umso erfolgreicher sein, wenn man Rückschläge nicht nur verkraftet, sondern stärker aus ihnen hervorgeht. Und ich kann heute ehrlich sagen und behaupten, dass ich ohne meine Umwandlung meiner Rückschläge, meiner Verletzungen in Rückenwind, dass ich nicht da stünde, wo ich heute stehe. Als Sportler oder ich persönlich hatte immer mit zwei Arten von Rückschlägen zu tun. Einerseits waren es Niederlagen, sportliche Misserfolge, aber die wirklichen, die wehgetan haben, waren Verletzungen. Und ich brauche insgesamt zwei Hände, um meine Verletzungen aufzuzählen. Ich hatte bisher 7 Verletzungen und 7 Operationen. Und dabei spreche ich von Verletzungen, die Minimum 4 Monate dauerten, aber oftmals bis zu einem Jahr pro Verletzung. Und ich werde oft gefragt, wird es irgendwann leichter oder geht man einfacher damit um oder ist es dann irgendwann nicht mehr so schwer? Und es ist ganz klar, nein, es wird definitiv nicht leichter. Jede Verletzung und jeder Rückschlag ist für mich bisher noch unerwartet gekommen. Unvorhersehbar und hart. Mit jeden seiner unterschiedlichen Herausforderungen und Aufgaben. Also jede Verletzung hat mir auch unterschiedliche und innere Kämpfe bereitet und deswegen ist es auch der Grund, wieso ich mich auch an jede meiner Verletzungen noch super erinnern kann und super mehr oder weniger, aber einfach weil die Emotionen noch sehr tief in mir drinnen sind und daher kann ich mir auch noch natürlich an meine erste Verletzung erinnern. Und die möchte ich, oder auf die möchte ich etwas näher eingehen und darüber möchte ich ein bisschen erzählen, weil das war ein halbes Jahr mit nur 16 Jahren, als ich nach München gegangen bin, wurde ich das erste Mal zur ersten Mannschaft hochgezogen. Das war die Wintervorbereitung und wir haben uns zu dem Zeitpunkt auf das große DFB-Pokal-Halbfinale vorbereitet gegen den ersten FC Frankfurt, damals die Mannschaft im Frauenfußball in Deutschland, national und international. Und dementsprechend war die Mannschaft motiviert, hat sich gefreut
Und ich habe im Laufe der Wochen gemerkt, ich fühle mich gut. Ich bin zwar neu in der Mannschaft, aber ich fühle mich gut. Ich bin fit, ich kann meine Leistung abrufen. Und dementsprechend habe ich diese Wochen auch sehr genossen. Und kurz vor dem Spiel dann habe ich dann ein Interview gelesen von meiner damaligen Trainerin, die dann geschrieben hat, die Vicky ist zwar noch jung und sie ist neu in der Mannschaft, aber ich kann einfach nicht anders, als sie spielen zu lassen. Und vermutlich können Sie sich vorstellen, wie es mir damals gegangen ist, hochmotiviert als junges Mädel, das erste Mal dabei vor so einem großen Spiel. Ich habe irgendwie tagelang nur noch an dieses Spiel denken können, habe Szenen im Kopf durchgespielt, habe mich vorbereitet, habe im Training immer nur dieses eine Spiel im Kopf gehabt. Und so ist dann auch letztendlich der große Tag gekommen. Wir waren in der Kabine, die Mannschaft war super vorbereitet, wir haben noch Mentaltrainings gehabt. Man hat irgendwie gemerkt, es liegt was ganz Großes in der Luft. Und das hat sich dann fortgesetzt, wir sind am Platz gegangen, die Fans haben meinen Namen gerufen, haben den Namen meiner Mitspielerinnen gerufen und damaliger Zuschauerrekord von einigen tausend Leuten und natürlich mein Herz hat gepocht und ich habe mega Vorfreude gehabt und endlich wollte diesen Ball berühren. Und dann war es auch so, kurz vorm Spiel, wie man es schön macht, Handshake, Schiedsrichterinnen, Gegnerinnen, damals Birgit Prinz, Kerstin Gare-Frekes, Namen, die damals sehr große waren im Fußball, im Frauenfußball. Und dann ist das Spiel losgegangen am Pfiff. Ich habe gemerkt, ich bin bereit, ich fühle mich bereit und wollte einfach nur das Spiel genießen. Und letztendlich hat es dann genau 2 Minuten angedauert. Ich kann mich noch genau an die Situation erinnern. Ich war in einem Laufduell, habe mir gedacht, 5 Meter, 4, 3, 2 Meter, 1 Meter noch, den Ball erwischst du. Und bevor ich den Ball erwischt hat, hat es dann mein Knie erwischt. Und ich habe auf einmal nur ein Krachen gehört. Und von einer auf die andere Sekunde hat sich mein Knie wie ein Fremdkörper angefühlt. Ich habe nicht gewusst, was das ist. Instabil, wackelig, unsicher. Und alles, was danach passiert ist, war wie im Film. Ich habe Fans rufen gehört, ich habe Ärzte reinsprinten gesehen, Physiotherapeuten, Knietests, Fragen. Irgendwie war ich da, aber auch gar nicht da. Weil in dem Moment hat es für mich nur eines gegeben. Nach 2 Minuten bei meinem Debüt für Bayern München, das kann es doch nicht gewesen sein. Deswegen habe ich mich nochmal einwechseln lassen. Im Nachhinein hätte das nie so passieren dürfen. Aber wie es halt so ist, ich bin nochmal aufs Spielfeld gegangen. Nach ein paar Minuten war es dann so, dass ich nochmal zum Kopfball bin. Ich bin gelandet und es hat wieder gekracht. Es hat geknallt und ich habe einen Schmerz gehabt, den ich hoffentlich so in der Form nie wieder spüren muss. Und in dem Moment habe ich gewusst, es ist vorbei. Das war es jetzt endgültig. Und diese Momente sind wie in Trance verlaufen für mich. Die Enttäuschung, die Auswechslung, die Blicke von Zuschauern, von den Freunden und Familien, die extra aus Österreich damals für mich mit angereist sind, für mein damals größtes Spiel. Das war nicht nur der physische Schmerz, den ich hatte, sondern vor allem der psychische Schmerz, der extrem wehgetan hat. Und alles andere ging dann auf einmal schnell. Ich bin noch mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht worden. Und meine Mama war mit im Krankenwagen und ich habe in ihren Augen gemerkt, wie sie mitleidet. Und diese negative Stimmung hat sich dann fortgesetzt im Krankenhaus. Ich habe der lange Gang, wirklich eine negative Stimmung und eine Stille, die wehgetan hat. Und das Warten, um dann endlich zum Arzt zu kommen. Und als mir dann der Arzt bestätigt hat, dass ich mir mein Kreuzband gerissen habe, mein Innenband gerissen habe, mein Innenmeniskus und mein Außenmeniskus gerissen habe, habe ich gewusst, da drin ist alles kaputt, was gefühlt kaputt sein kann. Und das war dann für mich der endgültige Fall auf Null. Und ich weiß im Nachhinein auch, dass es für meine Eltern wahrscheinlich schwierig gewesen sein muss, als ich rausgegangen bin, mein Trikot genommen habe, hingeschmissen habe und gesagt habe, dieses brauche ich nie wieder. Jetzt und mittlerweile kann ich nüchtern drüber reden, aber es war damals eine echte Zäsur. Mir hat diese Verletzung bei vollem Lauf und mit voller Gewalt gestoppt. Ich habe Heimweh gehabt, ich habe geweint, mir ist es schlecht gegangen, ich habe mich nicht wohl gefühlt
und ich habe abgenommen. Ich weiß auch noch, als ich meine Mama dann das erste Mal nach der OP gesehen hat, war sie schockiert, wie sie mich gesehen hat und aufgefunden hat. Aber ich habe gekämpft und ich habe angekämpft. Vor allem angekämpft gegen das Gefühl, dass in Österreich alles viel leichter sein könnte. Ich könnte doch einfach heimgehen. Viele haben mir gesagt, lass es doch einfach, komm heim, du kannst die Schule da fertig machen, du kannst die Reha machen. Aber aus irgendeinem Grund habe ich gewusst, es lohnt sich zu kämpfen. Und ich weiß auch, dass mein Tag damals kein leichter war, weil ich bin um 7 aufgestanden, bis 3 in die Schule gegangen. Von 3 bis 5 habe ich Nachhilfe gehabt, um 2 Fächer mal nachzuholen. Von 5 bin ich dann bis 8 in die Reha gegangen. Von 8 bis 9 heimessen, von 9 bis 11 nochmal für die Schule lernen. Und das täglich, wöchentlich, monatlich. Und mir, da hat es keinen Spaß für mich gehen. Ich habe an keiner Sache Freude gehabt zu dem Zeitpunkt, weil mir alles genommen wurde, was mir Spaß gemacht hat. Und das, was mir Spaß gemacht hat, war nicht da. Und im Nachhinein weiß ich, dass wahrscheinlich viele aufgegeben hätten. Und dass es entweder davor oder irgendwann dazwischen, weil einfach die Umstände für viele verlockend gewesen wären, aufzuhören. Aber ich habe gekämpft, ich habe durchgehalten und letztendlich habe ich den Kampf auch gewonnen. Zu dem Zeitpunkt habe ich nur nicht gewusst, dass es eine von insgesamt 7 Verletzungen und solcher Szenarien sein wird. Und dass auf mich noch einiges warten sollte, das sie erleben, erleiden und letztendlich aber überstehen konnte. Und ich weiß eines, ohne Durchhaltevermögen, ohne meinen Ehrgeiz und auch ohne den eisernen Willen und den Glauben, dass sie zurückkommen kann, jedes Mal, dass sie es schaffen kann, ohne dem wäre es nicht möglich gewesen. Und ich kann sagen, dass ich heute glücklich und stolz bin, dass ich stark war, dass ich geglaubt habe und auch, dass ich gekämpft habe. Was ich damit sagen will, ist eigentlich nur, dass man manchmal wirklich durch Täler gehen muss, wenn man einen Gipfel besteigen will. Das ist einfach meine Botschaft oder meine Erfahrung, dass man es selber in der Hand hat, aus einem Rückschlag Rückenwind zu machen. Und meiner Meinung nach gibt es da tatsächlich ein paar Schlüsselelemente oder Herangehensweisen, die mir immer geholfen haben und die mich vielleicht auch zu dem gemacht haben, der ich heute bin. Und eine davon ist natürlich die Tatsache oder das Bewusstsein, dass Erfolg kein Zustand ist. Erfolg ist immer ein Ergebnis und Erfolg bedarf Konsequenz, einen konsequenten Weg, den man gehen darf. Und ich habe mir immer auf meinen Rehabilitationsphasen oder während meiner Rehabilitationsphasen Ziele gesetzt, Meilensteine gesetzt. Ich habe gewusst, ich werde ein Jahr verletzt sein. Ich kann mir jetzt nicht nur auf dieses eine Jahr fokussieren. Ich werde jetzt, mein Ziel 1 ist, ich lerne wieder gehen. Ziel 2 ist, ich muss irgendwann die Krücken loswerden. Ziel 3, Ziel 4 und so weiter. Daran habe ich mich festgehalten. Manchmal waren das banale Schritte, banale Meilensteine. Aber die haben mir vergessen lassen, oder haben mich vergessen lassen, dass es vielleicht noch ein langer Weg ist, den ich gehen muss. Und so habe ich aber immer wieder meine Bestätigung gekriegt. Und eins, hoffentlich ist Ihnen auch klar, zwangsläufig muss man durch Täler gehen, wenn man Rückschläge erleidet oder wenn man am Erfolg und am Höhepunkt ankommen will. Ein weiterer wichtiger Punkt meiner Meinung nach ist das Umfeld. Ich kann sagen, dass ich ohne mein Umfeld wahrscheinlich auch nicht 7-mal zurückgekommen wäre. Und deswegen fixieren Sie Ihr persönliches Erfolgsteam. Fixieren Sie, welche Leute Ihnen gut tun. Sind es Freunde, Familie, Kollegen? Manchmal können es auch Hobbys oder Interessen sein, die einem halten, die einem Kraft geben und die einem wirklich die Energie geben. Und nicht die Leute, die einen runterziehen. Ich glaube, es ist wichtig in Phasen von Rückschlägen, wo man viel Energie braucht, dass man lernt, Nein zu sagen. Das ist eine Qualität des Menschen, Nein zu sagen. Und dass man auch sich selber eingesteht, dass es okay ist, wenn es einem nicht okay ist, geht. Und dafür braucht man seine Leute, sein Umfeld. Und letztendlich habe ich ja für mich festgestellt, dass ich in meinen Phasen der Rückschläge oftmals viel gelernt habe, viel analysiert habe, mich viel hinterfragt habe. Beispielsweise habe ich immer
nachdem ich erstmal eine Phase der Trauer gehabt habe, was auch wichtig ist, dass man Emotionen zulässt, habe ich immer versucht, in eine proaktive Rolle überzugehen. Ich habe versucht, optimistisch zu sein, das Beste daraus zu machen, Positives zu sehen. Und da habe ich immer mir die Frage gestellt, welche Strategie brauche ich diesmal, damit ich Lust habe auf diese Reha, damit ich Lust habe, ein Jahr mich zurückzukämpfen. Und das war ganz unterschiedlich. Einmal habe ich mich total auf die Schule fixiert und fokussiert und so mein zweites Standbein aufzubauen. Einmal habe ich auch gewusst, okay, diesmal versuche ich einen Baustein, einen physischen Baustein so gut auszubauen, dass ich nach dieser Verletzung wirklich stärker sein werde. Und so habe ich dann wirklich Strategie für Strategie durchgespielt. In jeder meiner Verletzungen war das unterschiedlich und anders, aber das war elementar. Und genauso habe ich mir Fragen gestellt, wie kann ich vielleicht in Zukunft Rückschläge verhindern oder was kann ich anders machen? Bin ich wirklich vorbereitet? Bin ich fit? Bin ich 100% richtig vorbereitet gewesen? Oder auch mir zu fragen, was gab es Gutes bisher an dem Rückschlag, an der Verletzung? Oder habe ich vorher irgendwas nicht gesehen, was ich mittlerweile sehen kann? Beispielsweise habe ich wirklich lernen müssen oder gelernt, wer meine wahren Freunde sind, auf wen ich mich wirklich verlassen kann. Das sind meistens Erfahrungen, die man in schwierigen Zeiten macht, aber die unglaublich wertvoll fürs Leben sind. Und was ich Ihnen sagen will, dass Sie sich bewusst sein sollen, dass Sie es selber in der Hand haben. Sie haben es selber in der Hand, aus einem Rückschlag Rückenwind zu machen. Und gerade in schwierigen Phasen oder vor schwierigen Prüfungen oder an irgendeiner Kreuzung, denken Sie daran, das Unmögliche zu schaffen gelingt einem nur, wenn man es selber für möglich hält. Und ich finde immer, es ist ein gutes Beispiel im Leben genauso wie im Fußball. Es kommt nicht immer nur daran oder es gibt nicht immer nur diesen einen richtigen Weg, wie man den Ball ins Tor befördert. Es gibt unterschiedliche Wege, unterschiedliche Strategien, unterschiedliche Taktiken. Und ich glaube, jeder muss für sich selber herausfinden, welcher der richtige Weg ist, wie man glücklich ist, wie man sich wohlfühlt. Aber eines ist klar, der gelungene Schuss ist genauso schön wie der eigentliche Treffer. Und deswegen würde ich oder hoffe ich wirklich von Herzen, dass ich Ihnen einige interessante Einblicke geben konnte und dass ich Ihnen vielleicht wichtige Impulse mit auf den Weg geben konnte. Und mir bleibt es, oder somit bleibt mir wirklich nur zu sagen, nützen Sie die Zeit, genießen Sie die Zeit, denn sie kommt nicht mehr zurück. Vielen Dank. Danke, Victoria. Okay, for anybody who would like to ask questions in English or auf Deutsch, we do have the Feedbacker app again where you can go on and you can ask questions, or we also have microphones. Before we get started, and I can understand a lot more German than I can actually speak, one question I do have for you is, you know, you've had so many injuries. What was potentially the toughest for you to overcome, not just physically, but also mentally, and how did you do that? Should I answer in English or no, German? No, auf Deutsch is good, and if you want to repeat it in German too, okay. I think the audience might appreciate that. Dankeschön. Die größten mentalen Schwierigkeiten, die ich vielleicht hatte, war wirklich das Wissen, wie gehe ich damit um, dass ich erstmal vielleicht für einige Monate oder für ein Jahr raus sein werde und dass ich von null anfangen muss, dass ich wieder komplett zurückkatapultiert werde und dann wieder von neu anfangen muss. Und wie kann ich meine Energie dafür aufwenden? I'm going to echo one of the comments that's coming from the audience, which is congratulations on your first talk. Amazing. Thank and we you. Also have some other questions. I will hand it over to you to decide which one you'd like to answer, yeah, because okay. I can't read them very yeah. well. Erste Frage. Ja, ich freue mich schon auf meine neue Teamkollegin Manu, die nicht nur bald eine Mitspielerin sein wird, sondern wo ich auch wieder eine sehr gute Freundin von mir in London haben werde. And I do think we've got a question from the audience. Yeah. Hi.
Hi. Eine kurze Frage hätte ich. Wie hat dir der Spot vom DFB-Frauenteam gefallen? Zu dem bei guter Speak, ganz Verletzungen wieder retour gekommen, aber meiner Meinung nach, die WM steht vor der Türe und ja, wie hat dir der Spot gefallen? Was sagst du dazu? Ich glaube, er ist nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Leuten sehr gut angekommen, weil er eigentlich genau die Klischees und die Probleme, mit denen der Frauenfußball oft konfrontiert wird, auch konfrontiert. Und es ist eigentlich eine coole Reaktion, um nicht den Frauenfußball sozusagen klassischerweise zu bewerben, sondern wirklich eigentlich mit ein bisschen Witz und Spaß dem gegenüberzutreten. Zweite Frage steht auch oben. Unterschied deutsche Liga, englische Liga, Premier League? Ich finde, die Unterschiede sind ähnlich wie beim Männerfußball. Meiner Meinung nach wird mit viel mehr Tempo gespielt. In Deutschland, das kann ich als Defensivspielerin bestätigen, ist es so, dass man sehr taktisch spielt. Man versucht, kein Tor zu bekommen. Man versucht, sehr sicher zu spielen, während in England auf sehr viel Tempo und Risiko gespielt wird. Und auch das physische Element, meiner Meinung nach, ist ein Unterschied. Es ist ein anderes Verständnis von Wissenschaft und Trainingswissenschaft, viel mehr auf Tempo anstatt auf vielleicht Ausdauer und ja, Masse ausgerichtet. Danke. Gerne. And I think we've got time for one more question if you wanted to pick one of the questions. Wie geht man als Frau mit Vorurteilen im Fußball um? Das kann ich eigentlich ganz gut beantworten, weil ich das auch öfters oder darüber werde ich oftmals gefragt und ich sage auch immer, dass ich dem eigentlich gar keine Aufmerksamkeit schenke. Die Leute, die schlecht reden, die können schlecht reden und die, die sich dafür interessieren, denen gebe ich gern Antworten und mit denen unterhalte ich mich gern und der Rest spielt keine Rolle für mich persönlich. Amazing. Thank you so much.